Jetzt kommt die Silbervariante als Adventskranz-Idee. Und zwar ist es ein Metallkranz. Ja, viele finden es ja auch schön, wenn sie nicht jedes Jahr einen neuen Kranz kaufen müssen. Und das ist sozusagen, ja, die Unterlage oder der Rohling, wie auch immer man es nennen möchte, für unsere Silbervariante. Und ja, natürlich haben wir dazu silberfarbene Kerzen und die Stecker, die wir jetzt hier, die ich schon mal hier reinstecke. Und dann zeige ich euch sofort, was ich mir überlegt habe, wie wir hier drinnen sozusagen das noch ein bisschen aufpeppen können. Vielleicht gefällt euch ja auch Silber gut. Wir haben jetzt schon den Federkranz, wir haben den Shabby-Kranz und ich habe euch auch noch eine Variante gezeigt mit einem länglichen Gesteck. Jetzt haben wir noch mal die Silberkranz-Variante. Ja, so sieht jetzt dieser wiederverwendbare Metallkranz, sage ich jetzt mal, aus. Da habe ich die silbernen Kerzen reingesteckt, so eine große Schleife, die ist hier sowieso schon dran. Und dann könnte ich mir vorstellen, ist das sozusagen ja die Ansicht von vorne. Und jetzt füllen wir noch mal diesen Innenraum, diesen runden Kreis dort, wo ihr noch den Holztisch seht. Das ist vielleicht eine Möglichkeit für diejenigen, die sich nicht jedes Jahr was Neues überlegen wollen und ja, eine silberne Basis haben wollen. Wer auf Silber steht, ist es sicherlich eine ganz gute Möglichkeit. Ja, so sieht dieser wiederverwendbare Silberkranz aus. Ich habe hier jetzt einfach eher so weiß-silber funkelnde Kugeln reingelegt. Das sind die großen, die kennt ihr auch schon von dem weißen Federbohrkranz. Und dann einfach hier draußen, ja, was Silbernes noch mit dran gesteckt. Also das ist dann schon natürlich sehr silbrig und sehr funkelnd. Aber das wäre halt diese Variante und wirklich nur in Silber, nichts anderes, keine anderen Farben mit dran. Also ich finde es irgendwie auch ganz witzig. Das ist jetzt mal so die kalte Variante, ganz silber. Ja, dann viel Freude mit dem wiederverwendbaren Silberkranz.